Kinder, hallo liebe Piraten. Jetzt wird getanzt, weil Piraten das wirklich gerne machen und sie singen auch gerne. Am besten nehmt ihr euch einen Partner, Mama, Papa, Oma, Opa, den Hund. Ist ganz egal. Es wäre immer gut, wenn ihr einen Partner habt. Wir sind die Piraten mit Faust und Enterhaken. Alle Mann an Bord, der Wind, der trägt uns fort. Wir sind die Piraten mit Faust und Enterhaken. Wir finden jeden Schatz, das ist für uns ein Glas. Wir sind Piraten und suchen nach nem Schatz. Wir sind Piraten, Helland, ein mach mal Platz. Ob auf ner Insel oder tief im Meer, uns ist nun wirklich kein Weg zu schwer. Denn wir sind die Piraten mit Faust und Enterhaken, alle Mann an Bord, der Wind, der trägt uns fort. Wir sind die Piraten mit Faust und Enterhaken, wir finden jeden Schatz, das ist für uns ein Glas. Kommt, hisst die Segel, macht die Leinen los. Wir stehen zusammen, ob auf nem Schiff oder Floß. Jeder von uns hat hier seinen Platz. Und mit Gottes Hilfe finden wir den Schatz. Trägt uns fort. Wir sind die Piraten mit Faust und Enterhaken. Wir finden jeden Schatz, das ist für uns ein Klacks. Wir sind die Piraten mit Faust und Enterhaken. Alle Mann an Bord, der Wind, der trägt uns fort. Wir sind die Piraten mit Faust und Enterhaken. Wir finden jeden Schatz, das ist für uns ein Klacks. Hallo liebe Kinder, hier sind wir wieder. Ahoi, ihr Landratten. So, den Piratensong hatten wir gerade schon. Oh, und ich finde, er klang auch schon ganz gut, ne? Ja, es wird immer besser, nicht wahr, Admiral? Ja, Admiral Andreas und ich, wir begrüßen euch hier wieder ganz herzlich. Ja, ich freue mich auf diesen Morgen. Und ich freue mich, dass wir jetzt endlich die zweite Flaschenpost öffnen können. Weißt du was, ich freue mich auf die Challenges. Wir machen zuerst die Challenges. Wieso das denn? Ja, weil ich der Admiral bin. Ja und? Du hast mir doch nichts zu sagen. Ich bin doch hier der Captain. Pass auf, jetzt gibt's eine Challenge, weil ich der Ältere bin und hier das Sagen habe an Bord und auf dieser Insel. Na gut, das sind ganz schön harte Argumente, die du da vorträgst. Na gut, dann warten wir noch auf die nächste Flaschenpost. In Ordnung, Kinder. Viel Spaß mit der Challenge. So, liebe Kinder, diese Challenge heißt Balance halten. Für einen Piraten ist es total wichtig, dass er einen guten Gleichgewichtssinn hat. Zum Beispiel, wenn er mal die Takelage nach oben muss oder wenn ihm von einem Hai zum Beispiel ein Bein abgebissen wurde. Weil dann hat er ein Holzbein und muss sich mit einem Bein fortbewegen. So, deswegen haben wir hier einen Parcours aufgebaut. Da sind 5 Gegenstände. Ich habe jetzt Stofftiere genommen. Ihr könnt hier irgendwas nehmen. Und dazwischen ist immer ein großer Schritt frei. Und da müsst ihr so im Slalom und die Zeit haben wir dafür nur 15 Sekunden. Man darf sich aber schon so an das erste, an den ersten Weg schon ran wagen. Das ist hier so die Startlinie, einmal hin und einmal zurück. Und wir hören jetzt das Kommando. Auf die Plätze, fertig, los. So, ich hoffe, dass mir nie von einem Hai ein Bein abgebissen wird. Weil ich es ganz schön unbequem finde. Aber ich habe es geschafft! Und? Habe ich es doch? Ja, 3 Sekunden Zeit hast du noch von 15. Oh, klasse! Ich hoffe, Kinder, ihr seid genauso erfolgreich. Tschüss! Ganz schön anstrengend. Ja, aber das habt ihr schon ganz gut gemacht. Auf einem Bein hüpfen ist wichtig. Ja, hier gibt es einige an Bord in unserer Mannschaft. Das ist richtig. Die haben nur noch ein Bein. Die können nur noch so hüpfen. Ne? Das ist richtig. Also gut, das mal zu probieren vorher. Aber weißt du was? Man muss natürlich nicht nur in den Beinen haben. Man braucht auch
Genau, und in hier. Den Armen. Auch hier besonders. Ja. Also, dafür haben wir auch eine Challenge. Matrose okay. Jason hat auch was vorbereitet. Oh. Da gucken wir jetzt mal zu. Viel Spaß, Kinder. Hallo, Kinder. Heute machen wir Liegestütze. Ja, die Challenge ist jetzt, dass Jason, du es schaffst, innerhalb von 30 Sekunden 20 Liegestütze zu machen. Und Kinder, ihr natürlich auch. Meinst du kriegst es hin, Jason? Wird schwierig. Ich kann es versuchen. Okay. Mal sehen. Du gibst alles. Ja. Auf die Plätze. Fertig, los! 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Jason, der Hammer! Du hast 27 geschafft! Super! Sehr schön. Freut mich. Tschüss, Kinder, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Man sieht sich. Jetzt aber, jetzt öffnen wir die zweite Flaschenpost. Oh, die zweite Flaschenpost. Ich habe mich die ganze Woche drauf gefreut. Ja. Wieder diese alte Rumflasche. Ich mach mal sofort auf. Und der unbekannte Pirat, was hat er uns mitzuteilen? Was hat er denn heute? Ich bin total nervös. Also, hallo Schatzsucher, da sind wir wieder. Na, habt ihr gut geschlafen? Ja, ne? Habt ihr gut geschlafen? Haben wir. Schon, ja. Ich bin ziemlich aufgeregt, ob ihr den Schatz, den ihr heute entdecken sollt, auch so toll findet wie ich. Na, dann sind wir gespannt. Hä, also jetzt, Admiral, kommt aber was ganz Komisches. Es hat mit einem sehr kleinen Mann aus der Bibel zu tun. Aus der Bibel? Gibt's da auch Schätze? Sein Name fängt mit einem C oder Z an. Bibel? Mhm. Dieser Mann trifft auf einen gewissen Typen namens Jesus. Mhm. Was dann passiert, finde ich echt klasse. Na, worum geht es wohl? Heute in der Geschichte geht es um einen Mann, der gar nicht so groß war, da war eher klein. Ich kann mir vorstellen, dass alle Frauen so einen Kopf größer waren als er. Und er fühlte sich immer nicht so wichtig. Er hatte zwar einen schönen Beruf, da hat er ganz viel Geld verdient, zu viel. Und er hat gerne auch Geld von den anderen abgezockt. Ja, aber irgendwas fehlte ihm noch. Und eines Tages hörte er, dass ein berühmter Mann in der Stadt sei. Und der war so berühmt und alle Menschen haben so gut von diesem Mann erzählt. Er dachte, ich will den Mann live erleben. Und dann ist er dahin gegangen, wo dieser Mann war. Und da waren ganz viele Menschen da. Und da hat er sich überlegt, Mist, ich bin gar nicht so groß. Was soll ich jetzt anstellen? Oh, da hat er sich überlegt und hat einen Baum gesehen. Da hat er gesagt, ja, dieser Baum ist meine Rettung. Da er klein war, war er ganz schön flink. Und was er gut konnte, war auf Bäume klettern. Das hat er auch getan. Und als er da oben war, hat er gedacht, so, jetzt werde ich diesen Mann sehen. Und tatsächlich, er hat den Mann gesehen, von dem alle anderen so gut erzählt haben. Und dieser Mann, der ist sogar zu ihm gegangen, hat ihn angesehen und hat mit ihm geredet. Und noch schlimmer, der wusste seinen Namen. Hat er sich überlegt, woher weiß er das denn? Und er hat gesagt, weißt du was? Ich würde gerne dich mal besuchen in deinem Haus. Dürfte ich das? Und der, ja klar, darfst du das, ist sofort nach Hause gegangen, hat seine Wohnung aufgeräumt, hat ihn eingeladen, hat was zu essen gemacht. Und die Menschen da draußen, die waren ganz schön sauer, dass dieser berühmte Mann, der so wichtig war, so ein Betrüger zu Hause besucht hat. Da waren sie überhaupt nicht begeistert. Aber der kleine Mann, der war so glücklich, dass jemand ihn so gesehen hat und ihn so für so viel so wichtig gehalten hat, dass er gedacht hat, ich muss mein Leben verändern. Und er hat das ganze Geld, was er den anderen abgezockt hat, er hat viermal wieder zurückgegeben. Und dann hatte er Frieden im Herzen und hat gedacht, ja, ich bin ganz schön wichtig. Und war sehr glücklich am Ende. Das war die Geschichte. Ich bin mal gespannt, ob ihr erratet, welche Geschichte das ist. Puh, das ist ja eine ganz schöne Geschichte, ne? Was war denn das für ein Typ?
Ich glaube, der heißt Zachäus. Zachäus. Habe ich schon mal gehört. Der wird aber mit Z geschrieben. Ja, der schreibt hier, dieser Pirat, sein Name fängt mit einem C oder einem Z an. So richtig schlau ist der nicht. Ich kenne den. Das war ein Halunke, war das. Das war ein Gauner auf unserem Board, an unserem Schiff wäre der nicht alt geworden. Aber Andreas, woher kennst du den denn? Das ist doch in der Bibel. Was haben Piraten denn mit Bibeln zu tun? Der muss mal irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das gelesen oder gehört. Irgend auf einer Insel oder irgendwo. Hat mir das mal einer erzählt. Aha, okay, die Bibel ist ja so ein Buch, wo es ganz viel um Gott geht, ne? Oder? Das stimmt. Aha. Aber auch ein Pirat weiß natürlich nicht, was die Bibel ist. Okay. Aber was soll denn das jetzt für ein Schatz sein? Das verstehe ich tatsächlich nicht. Was ist denn in der Geschichte passiert? Jetzt lass doch mal überlegen. Also es war dieser ganz schlimme Halunke. Und das... Der andere, dieser Jesus. Das ist Jesus. Genau. Und was macht dieser Jesus? Der lädt sich zu ihm nach Hause ein, ganz schön frech, ne? Also der will bei dem essen und trinken. Der sagt, okay, du kannst zu mir kommen und ich reiche dir die Hand, auch wenn du so ein Gauner bist. Ich glaube, ich habe eine Idee, worum es gehen könnte. Weil ich glaube, den mochte ja keiner, ne? Weil er so ein schlimmer Finger war. Genau, der hat ja alle betrogen. Aber der Jesus hat gesagt, weißt du, das ist mir ganz egal. Ich mag dich. Ich nehme dich an, so wie du bist. Es geht um einander annehmen. Der Schatz ist also die Annahme, den anderen annehmen. Cool. Boah, ich freue mich, wenn ich von anderen angenommen werde. Also weil manchmal kann ich auch ein bisschen, ich habe auch so die ein oder andere schlechte Seite. Ne? Naja, das weiß ich. Aber und auch an Bord. Ja. An Bord wäre es natürlich viel schöner, wenn man sich annehmen würde. Richtig. Und nicht immer streiten. Das ist richtig. Oder auch umrum oder irgendwie. Es ist da immer Klopperei, wo ich als Admiral dazwischen gehen muss. Ja, oder es wäre auch cool, wenn man nicht sagt, ey, was hast du denn für ein blödes Holzbein? Ja. Ich finde dich doof. Sondern wenn man einfach sagt, ist egal. Egal, du bist ein komischer Vogel, aber ich nehme dich an. So wie du bist. Mhm. Das ist ein cooler Schatz. Boah. Ich glaube, da werde ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja, aber das jetzt, machen wir. Weißt du was, Andreas? Admiral. Jetzt singen wir mal wieder. Das ist schön. Ich Piraten freu mich. Singen ja so gerne. Und los geht's. So, Kinder, wir können Gott wirklich immer preisen. Morgens, abends, egal wann. Weil er einfach super ist. Und das möchten wir jetzt in dem Lied mit euch zusammen machen. Ganzen Herzen. Ganzer Seele. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was ich bin, preise ich dich. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was ich bin, preise ich dich. Preise dich am Morgen, preise dich am Abend, preise dich mein ganzes
Mann, Mann, Mann. Und, Patti? Jetzt kommt... Geht's weiter mit unserer spannenden Geschichte? Wie hieß die nochmal? Die hieß Eine seltsame Entdeckung. Und die wurde doch von so drei Piratenjungs erzählt. Gustav, Arthur und Thomas. Genau. Die haben da ja sowas Cooles erlebt. Und ich konnte schon fast die ganzen Nächte nicht schlafen, weil ich mich immer gefragt habe, was kommt denn jetzt als Nächstes? Aber ich bin auch gespannt. Jetzt wird das Geheimnis gelüftet. Eine seltsame Entdeckung, Teil 2, Kinder. Mhm. Hey, Schlafmütze, wach auf! Was ist los? Wir wollen endlich diese Kiste aufmachen. Komm schon, wo sind die versteckt? Hey, stopp, ich hole sie ja schon. Ganz ruhig. Die sieht echt cool aus. Sehr geheimnisvoll. Vielleicht ist ein Schatz drin. Okay, ich mache sie jetzt auf. Naja, ein Schatz ist schon mal nicht. Nö, was ist das denn für eine Schriftrolle? Weiß nicht, schauen wir mal. Oh, was ist los? Was steht da? Zeig mal, was steht da? Überhaupt nichts. Die Schriftrolle ist leer. Seine doofe alte Kiste. Ich dachte, auf unserem Dachboden wäre etwas Rätselhaftes, ein Geheimnis oder ein Schatz zu finden. Es war ja schon unwahrscheinlich. Aber trotzdem, es wäre auf jeden Fall cool, so ein Geheimnis oder Schatz. Oh ja, aber da haben wir wohl Pech. Wisst ihr, ich denke, es gibt gleich Frühstück. Lass uns schon mal runtergehen. Ja, komm, wir gehen. Okay, wenn es hier nichts zum Rätseln gibt, brauche ich die Sachen auch nicht mehr zu verstecken. Was ist das denn? Das muss ich sofort den anderen zeigen. Hey Leute, ihr glaubt mir nicht, was ich gefunden habe. Die Schriftrolle ist nicht mehr leer. Also die war vorher leer, jetzt nicht mehr. Ganz ruhig, atme mal durch. Was willst du damit sagen? Ja, das ergibt keinen Sinn, was du da erzählst. Wir sind doch heute zum Frühstück gegangen. Und ich habe vor dem Frühstück die Rolle weggelegt und nicht mehr versteckt, weil der ja nicht stand. Als ich wieder zurückkam, stand hier etwas. Ich glaube, das lag an der Sonne. Ja, davon habe ich schon mal was gehört. Es ist Geheimtinte. Man kann sie mit Milch und Zitronen machen und sie wird bei Wärme sichtbar. Das ist ja der Wahnsinn. Also doch ein geheimes Schatz oder Rätsel. Ja, vielleicht. Guck mal. Da sind ja nur Zahlen drauf. Warte, da steht 4.1.19-18.8 und so weiter. Komisch, was soll das denn bedeuten? Was sollen wir damit anfangen? Ist das ein Code? Ja, ganz bestimmt. Aber wofür eigentlich? Etwas ganz Geheimes von Agenten vielleicht. Ach Quatsch, ich glaube nicht, dass Agenten in unserem Haus herumschleichen. Und außerdem, warum würden Agenten ihre Botschaften in Schatztruhen verstecken? Aha, ich hatte also gestern recht. Es ist eine Schatztruhe. Ja, meine Güte, da hast du halt auch mal recht. Siehste? Gustav, was denkst du? Du hast doch eben gesagt, Agenten verstecken nicht ihre Sachen so. Ja, und? Ja, die Botschaft. Eine Botschaft besteht doch meistens aus Buchstaben und nicht aus Zahlen, oder? Ja, eigentlich schon. Aber wenn nun mal niemand wissen soll, was geschrieben wurde, denkt man sich halt einen Code aus. Ich weiß, aber der Code muss doch aus Buchstaben und Worten bestehen, sonst versteht der Empfänger ja nichts. Du hast recht. Vielleicht sind alle Zahlen alle Buchstaben. Aber welcher Buchstabe gehört zu welcher Zahl? Naja, es würde eigentlich Sinn machen, wenn die Zahl 1 A wäre und so weiter. Und dann nach jedem Punkt ein neuer Buchstabe anfängt und nach jedem Bindestrich ein neues Wort. Ja genau, lass uns das ausprobieren. Vielleicht haben wir schon die Lösung. Los Arthur, schreib eine Tabelle. A ist 1, B ist 2, C ist 3 und so weiter. Okay, bist du fertig? Ja, hab alle Buchstaben aufgeschrieben. Okay, ich diktiere.
Also 4.1.19-18.1.5.20.19.5.12. Stopp, Moment. Also so komme ich hier gar nicht mit. Aber bisher heißt es das Rätsel. Wow, also sind wir auf der richtigen Spur. Ja, genau. Weiter geht's. Jetzt kommt 12.9.5.7.20.19.13. Hast du's? Ja, hab alles aufgeschrieben. Die nächsten zwei Wörter heißen liegt im. Nur noch die letzten Zahlen, Thomas. Okay. 2.15.4.5.14. Und was bedeutet es? Was steht da? Also, ich habe jetzt alles aufgeschrieben und es heißt zusammen, das Rätsel liegt im Boden. Cool, wir haben eine Spur. Ja schon, aber heißt es nicht am Boden? Ja, das denke ich auch. Da hat sich wohl jemand vertan. Ach Quatsch, bei sowas hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Ich glaube nicht, dass der sich einfach vertun hat. Nein, das denke ich jetzt auch nicht. Aber was könnte man damit meinen? Warum versteckt man überhaupt noch eine Botschaft, die schon verschlüsselt und in Geheimtinte geschrieben ist, überhaupt noch? Ja, das macht doch gar keinen Sinn. Hey Leute, die Kiste liegt im Boden. Im Boden der Kiste. Aber wir hatten die Kiste doch schon durchsucht. Da war nichts drin. Warte, ich hole mal die Kiste. Ja, hier ist nichts. Aber vielleicht... Ah, hier kann man etwas hochheben. Hier ist ein Fach. Ja, schau mal. Zeig, was ist da? Moment, ich schau mal. Wow. Boah, jetzt hört das schon wieder an so einem spannenden Moment auf. Also langsam finde ich das auch lästig. Boah, das finde ich wirklich anstrengend. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Und eine ganze Woche müssen wir warten. Mann. Ja, Kinder, jetzt ist der zweite Kindergottesdienst im Sommer vorbei. Und wir warten auf euch. Nächste Woche kommt dann der dritte Teil. Macht's gut, ihr Landratten. Haut rein.